Mein Bruder und ich, wir sind so, wir sind ja, wir sind praktisch gar nicht zu trennen. Wir sind so eingearbeitet und wenn einer den anderen anguckt, weiß er schon, was er denkt. Wir machen alles gemeinsam und wenn einer merkt, dass der andere irgendwie einen kleinen Fehler am Begehen ist, dann tun wir uns gegenseitig korrigieren. Also wenn bei uns was rausgeht, dann ist es so, dass es in Ordnung ist. Ich habe hier ein altes Notenbuch zu binden, das ganz auseinander war. Und das mache ich jetzt zum Buchblock hier, was ich hier habe. Und mache dann anschließend eine Decke. Das ist jetzt hier das, was ich hergerichtet habe. Und jetzt kommt ein Vor- und Nachsatz davor und dahinter. Das schneide ich mir jetzt zu. Das tue ich mal anzeichnen, wo vorne ist. Und jetzt wird es fadenlos gebunden. So, hier wird der Buchblock jetzt eingespannt. Ich tue das jetzt schön aufstoßen, damit alle Blätter schön hinten anliegen, sehen Sie, dass es glatt ist. So, und jetzt kommt es hier in das Gerät, wird eingespannt. Jetzt wird das gefächert, damit überall der Leim reinkommt. Jetzt wird es schön gepresst. Damit man sich nicht verschmiert, mache ich noch ein Papier hier drum. Jetzt habe ich diese Blätter, die ich eben so lose hatte, schön verleimt hier hinten. Und das muss jetzt gut trocknen und zu diesem Zweck kommt es in eine Presse. Vorne und hinten ein Brett davor. Und jetzt gehe ich hier um die Ecke und tue es da hinten rein. Jetzt kommt es in die Presse rein. So. So. Und das muss jetzt über Nacht austrocknen. Dann wird das richtig fest. Dann haben Sie ein ganz tolles Buch, was richtig hält. Kann man gar nicht besser machen. Die Aufträge, die wir stets von Kanzleien reinbekommen haben, Anwaltskanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, waren immer schlampig. Schlampig, das heißt, bei 10 Büchern muss ich 10 Hefte nachbestellen, weil die fehlten. Ja, dann bestellen Sie die doch nach. Ne? Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie 10 Hefte bei 10 Verlagen anschreiben, bis die kommen, bis sie da sind, bis das Buch, dann, bis die Bücher dann gebunden sind. Und da rechnen Sie mal aus, was Sie verdient haben, gar nichts. Aber,
Und das finde ich hier, dieser Wirtschaftsraum, vor allem in Wiesbaden, ist ein bisschen schlampig. Das hat es in Köln nie gegeben, wo ich 7 Jahre gearbeitet habe. Da war alles komplett angeliefert. Und das ist scheinbar hier das Klima oder was, aber das ist mir von mehreren Seiten bestätigt worden. Habe ich gesagt, ja, da fehlt das Inhaltsverzeichnis bei einer Zeitschrift, Jahreszeitschrift. Und da sagt die Mitarbeiter, oh, da bin sie es ohne. Da habe ich gesagt, sind Sie schon mal ein Auto ohne Lenkrad gefahren? Kommen wieder aufs Auto zurück. Ja, und das war ein Handicap. Die Aufträge gingen nicht so raus, wie man sie gern hat. Jetzt haben wir hier für eine Versicherung, glaube ich, 15 Bücher, die da in der Presse sind. Da müssen wir jedes Buch nach eine Rechnung schreiben. Auf das Zettel jedes Buch eine Rechnung. Das heißt, ich muss jetzt 10 Rechnungen schreiben. Für jedes und immer nur ein Buch. Kann man da auflisten, eine Tabelle, tabellarisch auflisten und dann alles so Blockaden und dann macht es keinen Spaß. Ich verbinde jetzt die Einbanddecke mit dem Buchblock. Das heißt, ich nehme den Buchblock, tue den einpassen und wegen verschiedenen Größen sind die Decken nummeriert, damit sie auch passen. Passen gut, Kanten passen schön. Und der nächste Arbeitsgang ist, die oben unten glatt schneiden. Ist der Fußschnitt und jetzt kommt der Kopfschnitt dran. Also der obere Teil vom Buch. Jetzt nehme ich die Decke nochmal drum und kontrolliere, ob es oben unten gleichmäßig ist. Ja. Ich bin geboren am 2.3.1937. Mein Bruder ist ein Jahr jünger wie ich. Der ist am 12.4.38 geboren. Wir haben den Beruf Buchbinder erlernt. Und haben uns dann 1965 hier in Wiesbaden selbstständig gemacht. Wir haben vor dem Krieg in Koblenz gewohnt. Mein Vater, der musste ja zur Front nach Russland. Und wir sind damals zum Bahnhof. Und seine letzten Worte, die er mir gegeben hat, die waren, Siegfried, pass auf den Günther und auf die Mama auf, du bist jetzt der Chef, du musst für die sorgen. Und das musste ich dann so hinnehmen als 5-Jähriger. Und dann hat er noch gesagt, also noch richtig erwähnt, dass er nicht mehr zurückkommt, dass sie ihn totschießen. Da habe ich noch gedacht, wie kannst du nur so dumm sein und dahin gehen? Aber das war damals die Zeit. Und da mein Vater an der Front war in Russland, ist meine Mutter mit meinem Bruder und mir zu ihrer Mutter nach Ostpreußen. Und da haben wir ungefähr 3 Jahre gelebt. Und ich bin auch da zur Schule gegangen, ein Jahr. Und, ja, und dann ging ja die Flucht los, der Opa. Und die Oma, die sind mit Pferden geflüchtet, mit dem Pferdefuhrwerk. Und das ging gerade 50 Kilometer und da mussten sie schon aufgeben, weil es war so schlimm, dass alles durcheinander ging. Der Hund hat sich vom Wagen gerissen, ist nach Hause gelaufen. Der Oma haben sie die Schuhe ausgezogen. Da hat sie von einem toten Soldaten die Stiefel angezogen. Und der Opa, der ist dann nach Hause wieder. Die Oma konnte nicht mehr, die ist mit einem anderen Dreck weiter und ist dann in Dänemark gelandet mit dem Schiff,
eins ist untergegangen, das war die Gustav, und sie ist mit dem anderen, da hat sie Glück gehabt und ist dann in Dänemark in einem Lager angekommen. Und der Opa, der ist wieder nach Hause. Wie er nach Hause kam, lag der Hund erschossen unter dem Küchentisch. Und er wusste noch, wo ein bisschen Essen und sowas war. Das hat er sich dann geholt, hat dann was gegessen. Das hat er mir dann später erzählt. Und dann kamen dann Russen, haben zusammengeschlagen. Und wie er dann so einigermaßen zur Kraft kam, ist er zu Fuß von Ostpreußen bis nach Holstein und hat dort bei einem Bauer im Stall geschlafen, hat da als Knecht gearbeitet. Und vorher hatte der Bedienstete gehabt und hat ein schönes Leben gehabt. Und da musste er in größter Armut für ein bisschen essen und arbeiten und im Stall schlafen. Und meine Mutter und mein Bruder und ich, wir sind nach Berlin zu einer Tante von meiner Oma. Und zum Glück wohnten die in Henningsdorf, ist ein Stadtrand von Berlin. Da sind nicht so viele Bomben gefallen und da konnten wir ganz gut überleben. Aber da hatten wir auch Glück gehabt. Ich sollte mal in die Schule gehen. Und meine Mutter, die hatte der habe ich dann gesagt, ich habe keine Lust, ich gehe heute nicht. Und wie ich dann am nächsten Tag hingegangen bin, da ist dann eine Bombe in die Schule eingeschlagen. Da gab es 17 Kinder, die tot waren. Und das war gerade mein Klassenraum. Wenn ich da mit in die Schule gegangen wäre, da wäre ich heute nicht mehr da. Dann habe ich mal unter einem Fliederbaum gestanden und habe gesehen, wie sich ein Deutscher und ein Russe mit dem MG beschossen haben. Und während ich da so zugeguckt habe, bin ich durch Glück zwei Schritte vorgegangen. Da ist hinter mir ein Granatsplitter eingeschlagen. Und da habe ich dann den Dreck in die abgekriegt, aber ich habe es überlebt. Und bin dann wieder schnell in den Keller gelaufen zu meiner Mutter und meinem Bruder. Ja. Und haben ungefähr 20 Leute haben meiner Mutter zu verdanken, dass sie heute noch leben und also alles so ein bisschen überstanden haben, weil wir sind von der russischen in die englische Zone, dann hier nach Koblenz, weil wir ja daher kamen, und sind schwarz über die Grenze. Und meine Mutter hat diese Leute geführt, da sie Russisch und Polnisch konnte. Und wir kamen in eine russische Kontrolle und meine Mutter konnte das so gut hinkriegen, dass sie uns nichts gemacht haben und keiner erschossen wurde. Auf der Flucht waren wir in einem Lager und da sind in einer Woche 16 Leute an Typhus gestorben. Das Lager war rundherum bewacht wegen der Krankheit, die da ausgebrochen ist. Und da kamen zwei Männer, die haben mich mitgenommen und haben mich in ein Kinderheim gebracht, in derselben Stadt. Und jetzt kam ein Junge auf mich zu, der war ein paar Jahre jünger. Und hat sich an mir festgehalten in dem Kinderheim. Und da bin ich wach geworden. Und das war mein Nachbar, mein Bettnachbar. Wir hatten dreistöckige Betten. Und ihm ist die Mutter
und die Schwester an Typhus verstorben. Und meine Mutter und mein Bruder, die waren noch im Lager drin und ich war dann in dem Kinderheim. Da bin ich nachts um ungefähr so gegen 10 Uhr aus dem Kinderheim ausgebrochen, über einen Zaun geklettert, durch die ganze Stadt gelaufen und durch ein Kartoffelfeld in der Furche zu dem Lager hin unter einer, ich wusste, wo da, weil wir ja lange da drin waren, 6 Wochen, wo man da rein konnte, und bin dann da unter so einem Stacheldraht, unter so einem Draht rein und wieder ins Lager zu meiner Mutter und hatte Glück gehabt, dass mich kein Russe, die ja das Lager bewacht haben, bemerkt hatte. Und am nächsten Tag ist das ganze Lager geräumt worden und da hatte ich Glück, dass ich dann wieder bei meiner Mutter und bei meinem Bruder war. Und wenn ich diese Sache, der kleine Junge, der hat mir praktisch das Leben gerettet, indem er mich wachgerüttelt hat. Und wenn ich das nicht gemacht hätte in dieser Nacht, dann hätte ich meine Mutter und meinen Bruder nie mehr gesehen. Die Jungs, die damals in dem Kinderheim waren, die sind alle nach Russland gekommen. Wie wir von Ostpreußen über Berlin nach Koblenz kamen, war das Haus zerstört, bombardiert. Das war praktisch unser Glück, dass wir in Ostpreußen waren, sonst hätten wir es in Koblenz nicht überlebt. Ja, und da sind wir evakuiert worden nach Nassau an die Lahn. Da haben wir beide die Schule besucht, die Volksschule, bis zum Ende. Als wir in Nassau waren und die Schule beendet hatten, war es nicht einfach, eine Lehre zu finden. Ich hätte damals alles gelernt und es hat sich so ergeben, also Schlosser oder auf dem Bau oder sonst was, aber es war nichts frei. Und da habe ich durch Zufall Buchbinder gelernt, was mir an sich nicht viel Spaß gemacht hat, aber nachher hat es mir gefallen und übe das ja heute noch aus mit 82 Jahren und bin an sich ganz zufrieden damit. Weil es auch vielseitig ist, das habe ich dann nachher so erkannt, was man da alles machen kann. Und mein Bruder, der hat es dann auch gelernt und ja, der ist da auch sehr zufrieden mit. Er hat zwar noch sein Hobby, das sind seine alten Autos, da spielt er gern mit rum. Das sind keine Spielzeuge, das sind so Oldtimer-Autos, an denen er gern rum, da hat er seinen Ausgleich. Und ich habe meinen Ausgleich im Sport. Ich fahre gern Fahrrad, gehe schwimmen, mache alles, was man so machen kann noch im Alter. Der Krieg war beendet, Vater war gefallen im Krieg. Mein Bruder, meine Mutter, Bruder und ich. Ja, wir mussten dann weiter überleben, ja, und haben dann so im Land gelebt und naja, nicht recht, nicht gut, aber es ging. Und das war Nassau an der Lahn und haben wir da 1953, glaube ich, habe ich die Lehre begangen und war dann mit 3 Jahren beendet. Das war 57. Also es war nie ein Traumberuf, das muss ich zugeben. Es war aus der Not, weil eine Lehrstelle frei wurde, wo mein Bruder auch gelernt hat. Und dann habe ich die schon auch gelernt. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Von dem Werdegang der Arbeiten war für mich überhaupt kein Problem. Und ja, es hat mich nicht erfüllt, wollen wir so ausdrücken. Ich hätte am liebsten einen Schrottplatz aufgemacht. In den 70er Jahren. Das sind am Abend die Tasche voll Geld gehabt. Haben sie nachts versoffen. Aber das wäre mir nicht passiert. Ich habe immer die Autos, die ich hatte, behalten. Vor allem wurden es Oldtimer. Früher waren es Neutimer. Ein Opel Kadett Vorkriegsmodell. Baujahr 38. Dann kam ein Ford mit der Weltkugel. Und dann habe ich angefangen, das muss ein Cabriolet haben.
Da habe ich einen Außenheli Sprite gekauft. Das war so ein 1-Liter-Motor, ganz einfach gestrickt, mit dem Faltdach, Steckscheiben. So. Und da haben sich die Leute ausgelacht, das ist ja kein Auto. Aber das war modern, aber der war beliebt. War auch praktisch, war schön. Ja, wenn man sie behält, werden sie automatisch Oldtimer. Aber es hat mir auch gefallen. Ich hatte kein Interesse mehr, ein neues Auto zu kaufen jedes Mal. Gedacht, das Auto, was dir gefällt, fährst du dann. Und dann habe ich dann den großen Heli gekauft. Ein 3-Liter Auto mit 150 PS, das war damals sehr viel. Heute hat es jedes Auto, ne? Ja, und diesen Heli, 3 Liter, den fahre ich heute noch. Der war noch nie abgemeldet, immer im Betrieb, zwischendurch mal restauriert, auch klar. Zweimal wieder restauriert. Und er steht jetzt in der Garage mit 1,5 Jahr TÜV. Mit dem Oldtimer ist man automatisch in die Oldtimer-Rallye-Szene reingekommen. Somit bin ich dann auch im Wiesmanner Club eingetreten und bin dort jährlich eine Rallye gefahren. Und sonst hier in Rheinhessen sind mehrere Rallye-Veranstaltungen. In Darmstadt bin ich gefahren, in Koblenz. Oldtimer, die ADAC-Rallye und einmal in St. Moritz. Das war die größte. Offen gestanden, ein Startgeld kostet 1000 Euro und das ist mir ein bisschen zu viel. Zum Beispiel Wiesbaden der Oldtimer-Rallye, wo ich schon lange Jahre im Club drin war, als Mitglied. Aber das ist aus dem Rahmen gefallen. Und dann, wenn man es so lange Zeit macht, ist das Interesse auch nicht mehr so groß. Dann, der Reiz ist nicht mehr da. Ich habe einen VW-Bus T2, Baujahr 71. Ist jetzt ein beliebtes Modell für Oldtimer-Freunden. Sogar ein sehr beliebtes Modell. Den bin ich jetzt am Restaurieren. Alles, was so angeschraubt wird, Türgriffe, das mache ich selber. Und bin jetzt auch da dran. Das ist eine Seitenscheibe hier. Vom VW-Bus hinten rechts. Die ist mit Chrom-Einfassung, was man ganz selten hat. Luxusausführung. Jetzt kommt die andere Scheibe, das ist von der Schiebetüre. Und die Teile, zum Beispiel hier, das kommt dann hier dran. Das ist dann das Klappfenster. Und hier kommt auch noch ein Klappfenster dran, sodass man rechts und links im Bus Belüftung machen kann. Kommt die Frischluft rein, bei den modernen Autos mit dem Knopfdruck. Hier macht man eben das Fenster auf und im Winter eben zu. Ich bin 1957 nach Köln gegangen, um dort meinen Beruf weiter zu verbessern, zu lernen. Und auch, naja, es war auch die Not. Man hat woanders keine Arbeit bekommen im ländlichen Bereich. Ja, da war ich 7 Jahre und habe dann auch da die Meisterschule besucht und die Meisterprüfung gemacht. Und danach habe ich schon gesagt, die Schufterei für andere Leute, das bringt's nicht. Also als Geselle oder als Meister irgendwo in der Firma arbeiten. Weil da wird man nur ausgebeutet. Da machen wir uns selbstständig. Und das war dann 1965. Haben wir uns selbstständig gemacht, ja, und so langsam hochgearbeitet, bis auf diesem Niveau, weiter hat es nicht geklappt, weil immer Krisen dazwischen waren und auch wirtschaftliche. Jetzt kommt noch mal am Buchblock oben unten ein Kapitalband drum. Das mache ich jetzt. Das ist hier so ein Abschlussband.
So, das muss jetzt trocknen. Und dann können wir die Buchdecken passend dazu einhängen. Die Idee war auch mal, das zu erweitern auf der grünen Wiese sozusagen, aber die Firmen, mit denen wir gearbeitet hatten, die Verlage oder ein Verlag, der hatte sehr viel vorgehabt, also mit auch hochwissenschaftlichen Arbeiten, und denen haben sie es gar ausgemacht. Das war ein Flop. Und da haben wir mit drauf aufgebaut. Da sind wir natürlich mit dem auch etwas in die Krise gekommen. Und deswegen auf dem Niveau hier geblieben. Man weiß nie, wofür es gut war. Ne? Das ist schon wahr. In Nassau konnte man es ja schlecht selbstständig machen, weil da gab es zu wenig Arbeit. Und da haben wir vor der Wahl gestanden, Heidelberg, Freiburg oder Wiesbaden. Und da haben wir uns für Wiesbaden entschieden, weil hier das Bundeskriminalamt war oder noch ist, Statistische Bundesamt. Und ja, die ganzen Behörden und Versicherungen. Und für die haben wir dann natürlich auch alle gearbeitet. Und auch für das, in der Hauptsache für das Land Hessen. Da haben wir vieles gemacht, Urkunden und Mappen, was man damals so brauchte. Oder für die Oberfinanzdirektion in Frankfurt. Das waren alles unsere Kunden. Und die sind durch die neue Technik natürlich jetzt weggefallen. Aber wir sind immer noch gut mit Aufträgen bestückt und sind froh, dass es weniger geworden ist, weil wir auch älter sind. Und was wir so zu machen haben, das schaffen wir locker und das macht uns Spaß und Freude. Einer der interessantesten Aufträge war zur Zeit des Schahs von Persien. Da haben wir die Kalender für den persischen Kaiserhof gebunden. Dann für das holländische Königshaus haben wir mal eine kleine Sache gemacht. Wir haben für den Herasowitz Verlag gearbeitet. Und die hatten durch die Kaiserin Soraya damals, da kamen die Verbindungen her. Und da haben wir die, über diese Beziehungen, haben wir dann diese Aufträge gemacht. Und vom Herasowitz Verlag aus haben wir auch die sämtliche Unterlagen, die in Persien sind, von den ägyptischen Pyramiden, die haben wir auch hier restauriert und gebunden. Und seinerzeit mal eine Kleinigkeit für den Vatikan. Originellster Auftrag war mal, die Initialen in einen Reitsattel zu prägen, also zu machen für einen Scheich aus Dubai. Da lege ich mir hier schon mal ein bisschen Papier hin, wo ich drauf arbeiten kann nachher. Jetzt hole ich das Buch aus der Presse. Das ist das Buch, was wir gestern, das wir geleimt hatten. So, das hole ich hier ab. Das ist wieder sehr schön geworden, lässt sich gut aufschlagen, es hält alles. So, jetzt wird das Buch beschnitten. Das ist eine Schneidemaschine, die schon 100 Jahre alt ist. Und die ist immer noch besser wie die ganz neuen. Weil man da alles schön mit der Hand justieren kann. Hier wird es eingeschaltet. Ich hole das jetzt raus und schneide es nach vorne. Gästebücher für große Hotels haben wir oft angefertigt. Das ist auch so eine Spezialsache. Da werden die Bücher mit so einem Sprungrücken gearbeitet, damit es schön aufliegt.
oder auch ausgefallene Speisekarten für Weingüter, die auf Pergament geschrieben worden sind und dann dementsprechend ein bisschen schön eingebunden. Das ist gut. Goldene Buch der Stadt und sowas, das kommt dann auch mal vor. Für Henkel haben wir auch etliches schon gemacht. In der Hinsicht. Aber das ist alles schon jetzt ein bisschen länger her. Das war so in der Blütezeit, in den 70er Jahren. Ich schneide jetzt eine Rückeneinlage zu, die so breit wie der Rücken ist. So. Jetzt kommen Leute praktisch durch die neuen Medien, kommen Leute praktisch aus aller Welt zu uns. Wir hatten vor kurzem einen Kunde aus Moskau. Der hat sich was binden lassen. Dann haben wir aus Finnland hat man jemanden gehabt, der hat sich Bücher binden lassen. Aus der Schweiz. Dadurch, dass wir so in den neuen Medien bekannt sind, war sogar ein Nobelpreisträger, der hat sich hier mal bei uns was binden lassen. Oder auch so Autoren. Die ihre Erstausgaben so binden lassen. Einer, der gern zu uns kommt, ist der Herr von Wolewski, der über Ostpreußen geschrieben hat. Ihm haben wir auch da ein bisschen, durch die im selben Alter sind und so, haben wir da einen netten Kontakt. Und dem haben wir mal seine Bücher in Leder gebunden, als so für sich selbst. Das Notenbuch, das wird jetzt eingebunden in grünem Leinen. Das ist ein Speziallein, das ist von hinten mit Papier kaschiert, damit der Klebstoff nicht nach vorne durchdringt. Jetzt trage ich den Leim auf mit einer Rolle. Jetzt lege ich die Deckel auf. Das ist die Rückeneinlage und der Zwischenstand muss sein, damit das Buch dann auf und zu geht. Ich schlage jetzt die Ecken ein. Jetzt klebe ich da einen Streifen rein, damit die Rückeneinlage eine Gegenspannung hat und sich rundet. Es ist ja ein Beruf, der nicht so schwer ist. Man muss kreativ sein, trockene Hände haben, gute Augen, ein Harmoniegefühl und eine Begabung für Gestaltung und Farben. Und da kann man nicht viel verkehrt machen, wenn man das einigermaßen beherrscht. Hier kommt jetzt so ein Kapitalband dran, damit bisschen schöner aussieht, das hält auch ein bisschen besser dann. Und jetzt wollen wir es noch so lange machen, wie es geht. Und wer weiß, und wie es ausgeht, das entscheidet einer, der ganz oben ist. Das ist, ja, solange die Gesundheit mitspielt, machen wir es noch zusammen weiter.
wird immer so ein goldener Schnitt aufgeklebt, damit das heißt 2 zu 3. So. Unten der Rand muss immer ein bisschen mehr sein wie oben, sonst sieht es nichts aus. So. Ja, jetzt ist es fertig. Jetzt kann der Kunde kommen, kann es abholen. Dann ist alles schön. Kann er schön mitspielen und alles gut lesen. In Wiesbaden gab es 7 Buchbinder und wir waren so eingestellt, dass wir auch mit weniger zufrieden waren. Und heute ist es ja sehr stark zurückgegangen, aber wir kommen auch damit aus. Und manch einem geht es ja nur ums Geld. Und ja, das kommt dann führt dann dazu, dass er seine Firma zumacht. Aber bei uns ist es nicht der Fall. Wir haben es sehr gut ergänzt. Ein Freizeiturlaub oder das war schon okay. Das ist okay. Ich glaube, anders geht's gar nicht. Ein kleiner Betrieb muss immer einer da sein. Und das ist schon sehr wichtig. Da kann man auch eher eine Krise durchstehen, auch andere Sachen. Bei uns ist die Arbeit im Vordergrund. Und Geld ist bei uns überhaupt kein Thema, weil wir waren ja nicht arm. Wir hatten ja einen großen Bauernhof mit Pferdezucht, der Opa und die Oma. Und da war immer alles da. Und dadurch, dass wir alles verloren haben und praktisch auf der Flucht auf Feldern geschlafen haben, in Fabrikhallen, teilweise tagelang nichts zu essen hatten, hat uns das so geprägt, dass wir also mit Geld nichts zu tun haben. Das ist, wir sind mit wenig zufrieden und die Arbeit hat uns glücklich gemacht und mit dem, was wir verdient haben, das hat uns immer gereicht. Die Hauptsache ist, dass wir beide noch gesund sind und dass wir noch lange zusammen sein können. Das ist so das, wo ich mich am meisten freue. Und wenn einer mal von uns nicht mehr sein sollte, dann ist es für den anderen sehr schwer. Die Renten, die reichen nicht ganz aus. Und es ist schon ein kleines Taschengeld noch nebenbei, mehr ist es auch nicht. Und solange man fit ist und sich bewegen kann, soll man es ja auch machen. Der rastet, der rostet, ne? Sagt man so schön. Erstmal all einiges verkaufen, wenn es geht. Ne? Und hier den Laden weiß ich nicht. Wird ja wohl keiner übernehmen. Die sind auch weg. Die sind mit uns ausgestorben. Viele sind nicht mehr da, die regelmäßig kamen. Ja, sie waren oft ein bisschen älter wie wir. Und die neuen Kunden, da können sie nicht von leben. Also diese Branche ist nicht mehr Existenz.